Hallöchen zur nächsten Mod vorstellen. Heute haben wir hier New Holland T7 2011 Series in der Version 1.0. Der Mod hat eine Größe von 12 MB. So, Simple IC wird wieder benötigt, wenn ihr real spielen wollt, beziehungsweise auch, dass ihr die Option halt auch nutzen könnt dann. 171 PS Standard, 330 Liter Sprit und 50 km/h. Kann der gute laufen. Hauptfarbe, ja, das ist jetzt die Hauptfarbe vom Frontlader. Die zeige ich euch gleich, wie es geht. Reifenhersteller möglich mit Trelleborg-Reifen, mit Mitas, mit Michelin, Nokian, Trelleborg, mit Standardreifen, mit Radgewichte, mit Standard 2, mit Radgewichte 2, mit Breitreifen mit Gewichten, Flägebereifung, Zwingsbereifung hinten, Zwingsbereifung vorne, Standard. Mitas wäre mit Standard möglich, mit Breitreifen mit Standard. Michelin geht man mit Standard, Breitreifen, Nokian mit Kommunalreifen und wieder die Trelleborg. Design wäre möglich mit einer Rundumleuchte. Ups, die eine Rundumleuchte mit der anderen oder mit beiden. Kotflügel vorne, ja, nein. Dann haben wir Motorausführung 171 PS. 171 PS mit 53 km/h und 188 mit 43, 188 mit 53 oder die 203 PS mit 43 oder mit 53 km/h, 212 PS, 43 km/h, 53 km/h oder wieder die 173 und 171 meine ich natürlich mit 43 km/h. Frontlader könnt ihr machen, Stoll, Frontlader 2, nein. Und jetzt hier habt ihr es in grün, könnt ihr aber ändern in die Farbe, die ihr halt haben wollt, ne? Je nachdem, was euch halt da gefallen tut. So, gehen wir mal zurück, hier haben wir das gute Stück, so sieht er aus. Innen drin sieht er dann so aus. Genau, so die Hupe. Genau, wenn ihr reinkommt, kommt das Lenkrad runter, ihr seht jetzt hier. Simple IC ist möglich, habe ich ja schon gesagt. Hier die Tür kann man öffnen, hier die Armlehne kann man hoch machen, wieder runter machen, wieder hinten. Kann man auch hinten das Fenster aufmachen. So, allerdings alles ohne Sound. So, mehr geht jetzt hier drin nicht. Starten wir einfach mal den Motor. Na, dürfte eigentlich der Standard-Sound sein. Und, ja. Seht hier, der Fuß wird gedrückt hier. Funktioniert. So, das funktioniert auch. Alle Schläuche sind eingestöpselt. Das passt auch soweit, genau. Belastungssound funktioniert auch. So, das funktioniert also auch, kein Problem. Oh. So, das funktioniert auch. So, die Rückspiegel, die ihr seht, funktionieren auch sogar ziemlich gut eigentlich. Na? Würde ich ziemlich mal behaupten, doch, die funktionieren richtig gut. Rauch ist auch da, das passiert also auch hier. Raucht schön, funktioniert soweit alles. Rundumleuchten tun. Gut, gucken wir mal kurz in die Nacht noch rein, wie es aussieht.
Einmal Licht, das funktioniert soweit. Hinten zweimal Licht funktioniert auch. Dreimal Licht tut auch. Und beim geht alles aus. Blinker funktioniert auf der Seite. Funktioniert auch auf der Seite. Genau. Warnblinker funktionieren auch auf beiden Seiten. Sehr schön. Sound vom Blinker hört man auch. Gut. Innen drin das Licht. Ihr seht, hier geht gleich alles an. Hier hinten auch noch. Passt soweit also auch. Ne? Gut. Logbuch gucken wir uns jetzt gleich noch an, ob er Fehler hat oder nicht. Genau, so sieht's aus. Wie es aussieht, hat er aber auch keine Fehler. Das passt soweit. Also kann man den bedenkenlos auch downloaden. Und ja, Link wie immer unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr ihn runterladen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß damit und ciao.